Wir berühren immer Geschichten von Menschen, die ein bisschen abseits von der Gesellschaft sind. Ich bin selber auch ein schräger Vogel, also selber auch Psychiatrie erfahren. Ich hatte Glück, ein gutes Umfeld, viel gearbeitet an mir. Also ich lebe heute ohne Medikamente, abstinent, auch drogenfrei in diesem Sinn. Und ja, Musik ist für mich, ich bin ja noch Kunsttherapeutin, und das ist für mich halt einfach ein wunderbarer Weg oder ein wunderbares Werkzeug, Tool, für meine Gefühle auszudrücken, für auch mal ein Ventil zu finden, für dürfen Dampf abzulassen. Menschen mit Beeinträchtigungen haben ganz eine wichtige Funktion, denke ich, auch in unserer Gesellschaft. Weil Menschen mit psychischen Erkrankungen haben sehr viel Fantasie. Sie sprudeln über von Fantasie, sie sind so sehr kreativ oftmals und finden, tragen bei zu einer bunteren, diversitären Welt.